Okay, ich werde ehrlich sein an der Stelle. Ich habe ein überschaubares Ziel. Mein Ziel ist es, die beste Brücke aller Zeiten zu. Das Spiel hat eine Story. Warum hat das Spiel den Story-Modus? Die barbarischen Urks sind eingefallen. Ah, klar. Also spielt den Story-Modus aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht genau warum. Aber okay, wir bekommen es hin. Also, Holz. Das Wichtigste für die Stabilität ist, dass wir Holz bauen. Ich habe das Gefühl, meine Truppen werden nicht in der Lage sein, den Feind zu überrollen. Können wir das bitte nochmal versuchen? Darüber. Nummer 1. Wenn wir jetzt loslaufen würden, wie würde es laufen? Die Brücke sieht nicht stabil aus. Die erste dagegen. Oh mein Gott, sie hält. Aber was ist da drüben? Ey, ich bin mir sicher, es wird gut. Gebt mir euch keine Sorgen an der Stelle. Seht ihr? Soldaten, kein Problem. Pferde mit Kutsche. Ich denke, wir sollten uns an der Stelle nichts vormachen. Gibt nichts, was dabei schief gehen kann. Es ist leuchtet rot. Es leuchtet sehr viel mehr rot, als mir das lieb wäre. Aber ich bin mir sicher, es ist, ist ein gutes Zeichen. Das ist wackelig, aber das ist okay. Die besten Brücken müssen immer wieder mal damit rechnen, dass sie hin und her schwanken. Und wir haben den Feind belagert. Ich habe mein Missionsziel nicht erreicht. Oh Gott. Okay, ich muss selbst eine Brücke bauen. Das als erstes am wichtigsten ist was zur Stütze quasi. Ich sehe ein gewisses Stabilitätsrisiko, ehrlich gesagt. Ah, das ist okay. Kommen wir alles hin. Wird kein Problem. Seht ihr das? Sieht gut aus. Wie will es im Test aussehen? Ja, wie ich mir dachte. Absolut kein Problem. Die ganzen Teile schließen nicht aneinander an. Und das sieht gut aus. Ja, die Brücke ist quasi genau das, wonach ich... Okay, neuer Plan. Ich werde die Brücke einfach gerade hier rüber bauen. Okay, hätten wir das soweit fertig. Und jetzt kommen die Stützteile. Hier, Nummer 1. Warte, nein, das wollte ich nicht. Schließt hier an. Okay. Anschließend kommt noch eins. Das schließt hier an. Soweit so gut. Dann noch da drüben. Siehst du was? Ich hab ein gutes Gefühl bei der Brücke. Ich habe ein absolut gutes Gefühl. Ich bin mir sicher, das wird... Ich meine, es sieht soweit ziemlich stabil aus, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Shit. Ich glaube, das kann weg. Dann habe ich genug, um hier noch eins ran zu machen. Okay. Auf ein neues. Dieses Mal sollte nichts schief. Die Brücke scheint wirklich zu halten. Das ist eine stabile Brücke. Okay, ich will ehrlich sein, darauf war ich nicht vorbereitet. Ich dachte, dass das in einem riesigen Desaster enden wird und irgendwie wieder irgendwelche Pferde in ihren Tod fallen und ganz laut schreien werden, aber es ist okay, damit kann ich leben. Oh, das ist ein guter Steinpfeiler, wenn ich jemals einen gesehen habe. Oh ja, das ist eine Brücke. Das wird eine fortgeschrittene Brücke. Niemand wird hier jemals ums Leben kommen. Ich meine, hier wird wirklich niemand ums Leben kommen. Das ist, wie man das Ganze macht, wurde mir vom Tutorial vorgeschrieben. Ich kann nicht wirklich was falsch machen. Außer... Wie gesagt, ich kann nicht wirklich was falsch machen. Das ist einfach eine Tutorial-Mission. Wer hier versagt, muss wirklich Gewaltiges. Einen gewaltigen Mangel an Talent. Verständnis dafür, wie man eine Brücke baut, an den Tag legen. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich weiß noch nicht ganz was. Das ist okay. Fahren wir los. Nein, die Brücke sieht doch jetzt schon ziemlich stabil aus. Ich sehe kein Problem, in welcher Hinsicht jetzt die Steine nicht aushalten. Es kam nicht mal zu den Steinen. Au, okay. Vorhin noch Plan, um in meinem Budget zu bleiben. Müssen die Teile hier oben aus Holz bestehen. Das ist okay. Ich bin mir sicher, Holzpfeiler können genauso viel aushalten wie welche aus Stein. Immer schön im Budget bleiben. Keine Fehler. Ich meine, es sieht halbwegs so aus, als ob es eventuell... Der eine könnte es auch noch schaffen. Seht ihr? Ich meine, einer ist am Ziel angekommen. Okay. Ich werde komplett alles verwerfen. Wir müssen kostengünstiger vorgehen. Zuerst bauen wir den Hauptweg hier rüber. Erledigt. Anschließend, Holzpfeiler sind das Wichtigste. Sie sind der Holzpfeiler in jeder Gesellschaft.
Versteht ihr? Ich meine, dann könnte ich hier noch was aus einem Tor aus Stein hochziehen. Hier noch ein Tor aus Stein. Dann kommen die Seile. Die Seile werden den Anfang hochhalten. Ich meine, das ist doch eine stabile Brücke. Komm schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier was schief. Es ist wirklich eine stabile Brücke. Das ist eben die Sache. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass dabei was... Rot? Das hat nicht ganz funktioniert. Machen wir uns nichts vor an der Stelle. Sache, die mir natürlich noch fehlt, ist, sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich sehe kein Rot. Oh, der Pfeiler da unten ist sehr stark belastet. Ah, das ist vollkommen okay. Ich hoffe, niemand wird hier jemals wieder Steine oder seine Frau Mutter über die Brücke tragen wollen. Sonst wird das nämlich sehr kritisch. Ah, ich habe es wieder nicht geschafft. Oh, das ist eine große Brücke. Okay. Okay, zwei Stockwerke. Wir müssen erstmal hier komplett rüber. So weit, so gut. Wie würde es laufen, wenn wir hier jemanden rüberschicken über die Brücke? Okay. Nicht allzu gut. Könnte besser sein. Sollten wir bearbeiten. Es gab ein Stabilitätsproblem ungefähr hier in der ganzen Brücke. Hier brauche ich auf jeden Fall Steinpfeiler. Das ist am wichtigsten. Denn nur Steinpfeiler können eine Brücke vernünftig hochhalten. Seht ihr das? Sie ist schon jetzt so viel stabiler, als sie davor war. Es ist wirklich fast genug. Aber auch noch fast. Hier unten brauchen wir diese Stützen. Dann brauchen wir ein paar Seile, die alles besser zusammenhalten. Wir können es nur bedingt viel Holz leisten. Ich habe jetzt schon kein Geld mehr. Wir müssen mehr auf Seile setzen. Ich habe keine Seile hier. Warum habe ich keine Seile? Warum sagt mir das niemand? Was sagt ihr jetzt, ich selbst herausfinde? Ich meine, ich habe es herausgefunden, aber ist nicht der Punkt. Ist das stabil? Finden wir es heraus. Ich sage, absolut akzeptabel und angemessen für das, was wir machen müssen. Ich meine, es ist halt nicht mal knapp. Ist ein bisschen knapp. Ganz kleines bisschen. Pfeiler sind stark belastet. Aber das ist okay. Werden, wie gesagt, noch eine Menge aushalten können in Zukunft. Oh nein, wir werden attackiert. Mit Felskugeln. Oh Gott. Das ist meine gute Brücke. Ich kann nicht sehen, wie diese tapferen Männer sterben. Müssen ihnen helfen. Brauchen mehr Stabilität. Ich habe sogar schon eine Idee, was ich machen könnte. Was, wenn ich einfach hier Stein hinmachen würde, ich meine? Die Kanonenkugeln sind starker. Sind sie so stark wie Stein? Ich denke nicht. Das ist nicht mal knapp. Ja, das war nicht so anspruchsvoll. Das ist das erste Mal, dass ich eine Zusatzherausforderung geschafft habe. Wahnsinn. Okay. Brücke wird auf der rechten Seite sehr stark attackiert. Was ist das? Oh, ich könnte ein Dach bauen. Sehr, sehr interessant. Das heißt, ich baue einfach das hier nach oben und dann bauen wir ein Dach von hier aus hier rüber. Welches alles abwehren sollte. Und dann sollte unsere Einheit überleben. Sehe ich das richtig? Ah. Ich habe das Gefühl, die Stabilität wurde ganz empfindlich eingeschränkt. Oh Gott. Oh nein. Oh, sie werden links auch noch angegriffen. Oh Gott. Du schaffst das Pferd. Nein. Das war nicht hilfreich. Zur linken Seite ein Dach, damit die Männer nicht erschlagen werden können. Und auf der rechten Seite, ich glaube, da brauche ich nicht mal eins. Ich könnte noch ein Tor bauen und vielleicht kann ich das Ganze noch mit einem Seil etwas verstärken. Sehen wir, wie es klappen wird. Oh. Ich sehe eine gewisse Problematik in meiner Planung, ehrlich gesagt. Okay. Versuchen wir das Ganze nochmal. Ihr müsst einfach nur da drüben aushalten, Brücke. Halt dem Einschlag einfach stand. Okay, kein Problem an der Stelle. Problem an der Stelle. Ich meine, einer hat es rüber geschafft. Und der andere, die anderen beiden, überlegen noch, ob sie es schaffen werden oder nicht. Das Seil wird die Brücke noch weiter verstärken. Was halten wir davon? Also es wird sowas von nicht standhalten. Es schwächelt jetzt schon. Oh mein Gott, es klappt. Warte. Warte, es hat im ganzen Stand gehalten. Oh nein. Oh nein. Ein Stützgerüst. Oh, das wird nicht gut gehen.
Ich meine, jetzt, wo mir alles vorgegeben wird, wird es doch gut gehen, aber in Zukunft, es ist jetzt schon so wackelig. Oh. Okay, ich habe das Gefühl, die Brücke muss überdacht werden. Viele Männer sind bei dem Einsatz heute gestorben. Ups. Beim Versuch, die Brücke zu überqueren. Häufigste Todesursache unter meinen Männern. Brücken. Sie können entzücken, aber sie können auch den Tod bedeuten. Okay, Männer. Ich hoffe, ihr seid bereit für die Reise. Genießt die Reise. Es könnte etwas sehr hagelig werden in der Gegend. Aber nichts, was euch beeindrucken sollte. Das war leichter als erwartet. Oh, Vorsicht! Das Einzige, was ich besitze, sind Steine. Oh, das ist nicht gut, oder? Okay, ich kann hier soweit die bauen und dann können wir sie etwas die ganze Brücke stützen lassen. Aber auch nur überschaubar viel. Aber macht euch keine Sorgen. Ich habe schon einen sehr viel besseren Plan, wie wir das Ganze schaffen könnten. Nein, habe ich nicht. Das war gelogen. Tatsächlich habe ich nicht wirklich einen Plan. Erstmal gehen wir dem klassischen Dreieck nach. Das Dreieck, stabilste aller geometrischen Formen. Fakt. Dann werden die Dächer noch miteinander verbunden. Und ich habe gleich mein maximales Budget erreicht. Das ist bestimmt ziemlich gut. Ich sehe kein Szenario, in dem das jemals irgendjemanden aushalten könnte, ehrlich gesagt. Und meine Ansicht des Szenarios war nicht komplett verkehrt. Ah, ich kann es auch einfach so machen. Dort habe ich das Maximum meiner Geld ausgegeben, aber dafür sollte meine Brücke allen Gefahren standhalten. Sie ist immer nur so kurz davor einzubrechen. Okay, wie machen wir das am besten? Wir müssen das Ganze stützen. So. Und so. Soweit, so gut. Hier noch einer nach oben. Noch einer nach oben. Anschließend, hier. So eins. Ja, nein, vielleicht. Kein Geld. Das ist okay. Wir wollen auch gar kein Geld. Okay. Shit. Wie wird es halten? Zum aktuellen Zeitpunkt. Oh, wir werden angegriffen. Ich wusste nicht so ganz, dass wir angegriffen werden. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich vielleicht für eine andere Bauweise entschieden. Ich habe es trotzdem geschafft irgendwie. Gut genug für mich. Dach und Dach. Das sollte uns schon mal vor einer Menge bewahren. Hauptsächlich Felsen. Nicht ganz. Ich lag falsch. Ich lag falsch. Steinerner Pfeiler in der Mitte. Das Wichtigste. Holzpfeiler, die rüberreichen, um das Ganze weiter zu stabilisieren. Haben wir alles. Mehr Dächer. Und damit sollten wir die perfekte Brücke haben, die unsere Männer davor bewahren kann, einen grausamen und kurzen, schmerzhaften, schnellen, durch steinbedingten Tod zu sterben. Yeah. Oh. Oh Gott! Weiter. Okay, seien wir ehrlich an der Stelle. Was halten wir von dieser Brücke hier? Gutes Zeichen dafür ist, dass wenn man die Simulation startet, die Brücke direkt etwas nach unten sackt. Das gibt einem das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Ein Zufluchtsort, der einen nicht im Stich lassen wird. Und das war nicht so schwer. Ich denke, es gibt nur noch eine Sache, die es für uns zu erledigen gibt an der Stelle. Hier ein Pfeiler. Da müssen wir für die nötige Stabilität sorgen. Wir brauchen mehr Stabilität, wenn das Ganze irgendwie hinhauen soll. Dann würde ich sagen... Oh, das ist die falsche... Sie kommen von der anderen Seite. Und sie drehen um. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich in meiner Karriere als Brückenbauer gescheitert bin. Seil Nummer 1. Und Seil Nummer 2. Diese Brücke wird sehr, sehr stabil sein. Los, Jungs! Reitet los! Oh, sie wollen nicht rüber, wenn die Brücke nicht fertig ist? Okay, ich verstehe schon. Seid ihr zufrieden? Ist es euren Standards gerecht, diese Brücke? Ich hoffe doch, die Antwort ist ja. Ich habe sehr viel Wert auf Stabilität gelegt, Männer. Jetzt reitet los. Rettet unsere Welt. Oh, der eine kehrt wieder um. Zählt das als geschafft? Oh, ich muss die Gegner sogar umbringen. Ich habe nicht mal gelesen, was ich machen muss. Ich muss sie sogar wirklich besiegen. Ha.